Kamera sieht aus wie Dieter Bohlen oder so. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Guten Morgen auch von mir. Marie sucht gerade irgendwelche Rechnungen oder irgendwas raus und Mine hat sich einfach auf den Ordner gesetzt und jetzt ist die Arbeit unterbrochen oder wie sehe ich das? Oh, Plüschis. Ja, hallo, da kann man sich doch nicht konzentrieren, wenn hier so Plüschgiganten unterwegs sind, gell? Heieiei. Naja, also heute ist gerade mal noch Office-Time. Ich muss ein bisschen was für meine Steuersachen raussuchen von der Krankenversicherung und lauter so boring stuff. Alex schneidet den Vloggo. Und dann muss ich eigentlich noch ein bisschen kreativ werden, weil ich noch 1 bis 2 Videos drehen möchte und noch ein Videokonzept schreiben muss. Ich muss außerdem noch in die Stadt gehen. Der Tag heute bräuchte ich wieder mehr als 24 Stunden auf jeden Fall. Und wie Marie gerade schon gesagt hat, schneide ich den Vlog und ich bin mit den Bildaufnahmen eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde, die sind auf jeden Fall deutlich besser geworden als die vom vorigen Vlog, weil es einfach viel heller ist. Also im Dunkeln, wie gesagt, war die Kamera einfach, ist die Kamera auch nicht gut, und aber sonst im Hellen finde ich es echt sehr gut. Am Ton müssen wir irgendwie noch ein bisschen was ändern, weil das Ansteckmikrofon da oben drauf, wenn man sich bewegt, dann fängt das irgendwann an zu vibrieren und dann hört sich das gar nicht gut an. Und da schauen wir jetzt mal, vielleicht holen wir auch noch so einen Fellpuschel und kleben den dann auf dieses interne Mikro drauf. Vielleicht reicht das ja auch aus, weil was ich auch finde, wenn ich hinter der Kamera stehe oder so und dann was sage, dann ist der Ton lang nicht so gut, wie wenn ich jetzt hier in die Kamera spreche. Und das liegt halt einfach daran, weil das Mikrofon hier oben drauf ein Richtmikrofon ist, was halt nur in diese Richtung geht und nicht nach hinten. Leute, der Vlog ist geschnitten und jetzt mache ich mich mal ein bisschen an die Kamera und habe gerade Videos angeschaut, wo sich das interne Mikrofon bei der befindet. Und das befindet sich direkt hinter dem Objektiv. Und jetzt habe ich eine alte Jacke genommen von mir. Und da ist so ein Felldinger hinten dran gewesen. Das ist kein echtes Fell, aber es war halt hinten so an der Jacke, an der Kapuze dran. Und das schneide ich jetzt so ein bisschen zu und werde das mal auf die anderen Mikrofone davon drauf machen. Und dann testen wir einfach zusammen mal, wieso der Ton ist. So, das Stückchen ist zugeschnitten und jetzt würde ich sagen, testen wir das einfach mal. Also gerade ist vorne gar nichts drauf auf der Kamera, es ist einfach nur das interne Mikrofon von der Sony. Und jetzt tun wir gleich mal das Ding mit einem Gummi drauf befestigen und dann hören wir uns das mal an. Und jetzt ist das Ding befestigt und es sieht einfach so witzig aus. So eine richtige Frisur wieder auf dem Kopf hat die Kamera. Und jetzt höre ich mir das gleich mal an am PC und dann können wir gleich mal gucken, was besser ist. Was lachst du so? Kamera sieht aus wie Dieter Bohlen oder so. Oh. Süß aber, oder? Ja. Die kann man richtig frisieren jetzt, weil die so lange Haare hat. Oh Gott. Ja? Also ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zwischen der Aufnahme mit diesem Puschel und ohne den Puschel. Aber der Puschel ist ja hauptsächlich da, wenn es windet. Deshalb, heute testen wir es einfach mal so, ohne den riesen Ansteckmikro. Und dieses Ansteckmikro, da habe ich jetzt auch noch so ein Fell übergezogen. Weil genau das gleiche Problem ist bei dem halt auch, wenn es windet, dann rauscht es da halt auch. Und das hat auch wieder so einen Windschutz quasi davor. Das war echt richtig praktisch, dieser Durchmesser von diesem Fell hat genau auf dieses Mikrofon gepasst, also mega praktisch. Das können wir dann auch irgendwann mal noch testen. Das ist das erste Mal, habe ich gerade festgestellt, dass ich diese Kamera angemacht habe. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie ich im Bildausschnitt bin. Naja, also auf jeden Fall sind wir jetzt fertig gemacht. Fertig gemacht. Ich geschminkt, Alex auch geschminkt. Nein, seine Haare gemacht und so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in die Stadt. Ich muss noch was besorgen. Vielleicht schaffe ich es noch bei der Brow Bar vorbeizugucken. Müsste ich aber eigentlich schon noch schaffen. Hoffentlich. Ich habe keinen Termin. Hoffentlich haben die spontan einfach Zeit für mich. Ich muss ganz dringend meine Augenbrauen machen lassen. Also das ist richtig cool, weil ich gehe nur so alle, keine Ahnung, 3 Monate da mal hin. Ansonsten kann man so ein bisschen selber was die einzelnen Dinger wegzupfen. Aber wenn man dann da hingeht und da ein paar Mal war, dann muss man viel seltener die Augenbrauen zupfen. Hey? Ja. Wieso? Keine Ahnung. Ich glaube, durch das Waxing da irgendwie. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wachsen meine Augenbrauen seitdem nicht mehr so wucherig überall hin.
Und ja, finde ich ziemlich gut. Deswegen lasse ich die daran. Ansonsten verzupfe ich sie mir nur. Und jetzt so, ist das Maximum an Vlogging erreicht. Weil jetzt tut nämlich mein Arm weh. Ja, die Kamera wiegt. Was wiegt die? Hast du schon mal gewogen? Ich weiß nicht, aber ich finde es gar nicht so viel schlimmer. Ich finde, die andere ist auch viel schwer, wird auch schwer mit der Zeit. Ja, okay. Gut, darüber lässt sich streiten. Mein Oberarm sagt was anderes. Jetzt gehen wir, ich fange schon an zu schwitzen, gell? Keine Ahnung, ja. Kann ich ja mal ein bisschen was erzählen? Ja. Ich kann zum Beispiel erzählen, dass wir einen Strafzettel gekriegt haben, weil unser Bewohnerparkausweis nicht drin lag. Der fliegt nämlich immer rum beim Autofahren und deswegen hat Alex ihn in die Tür gesteckt. Vergessen wieder hinzulegen und jetzt, ja, aber vielleicht kann man da ja anrufen. Vielleicht sind die ja nett. Und jetzt habe ich schon gesagt, wir müssen eigentlich mal mit Tesafilm irgendwie da als Armaturenbrett kleben oder so. Dann sollte es ja eigentlich kein Problem mehr sein. Da kommt sie wieder und sieht ganz schön happy aus. Sie sieht ganz schön happy aus. Wieso? Weil du gerade grinst so. Was kam an? Die Postbeamtin war witzig. Ja? Ja, irgendwas von Benefit. Jetzt, was hast du da Schönes bekommen? Also Leute, Benefit ist völlig eskaliert mit der Verpackung. Benefit macht immer die coolsten Verpackungen, ja? Aber jetzt, diesmal haben sie wieder völlig. Also warte, ich zeig's euch. Ich finde das vor allem auch richtig faszinierend, was die da machen. Es geht irgendwie um so ein neues Augenbrauenpuder, was irgendwie zwei Farben hat oder sowas. Dieses Foolproof Brow Powder. Wie auch immer. Auf jeden Fall kommt das in dieser Box, ja, die aufgebaut ist wie ein Buch. So, und jetzt mal schnell Durchlauf von den ganzen Features. Also hier erstmal, wenn man es zur Seite sliden und dann hat man da einen Spiegel. So, und dann macht man das auf. Hier kann man dann irgendwie, ich habe es jetzt auch noch nicht so ganz genau angeschaut, aber hier kann man irgendwas mit den so rausmappen. Ach, ich glaube, messen, wie weit das weg ist, I don't know. Oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nur eine Anleitung. Naja, wie auch immer. Man kann hier ziehen und dann macht dieser Gorilla da die fetten Buschbrauen weg. Tada! So, dann ist hier so eine schöne Aufklapp. Aufklapp-Benefit-Counter. Hier hat man Before und After, vorher, nachher mit verschiedenen Produkten. Ebenso wie hier. Und hier. Wow. Alex ist richtig. Das ist so krass. Und vor allem, das musste einfach jemand von Hand zusammenbauen. Das ist, kann man maschinell gar nicht machen. Das heißt, das Ding ist so unfassbar teuer, so eine Verpackung. Was eigentlich auch keine Verpackung mehr ist. Das ist ja eigentlich ein Produkt. Ich meine, das ist ja jetzt schon so ein Werbeding. So kaufst du ja nicht das Produkt. Ja. Finde ich auch sehr geil. So, dann haltet euch fest. Ich hab hier so eine komplette Welt auf und die gute hier, die fliegt hier einfach an den Ballons rum. Krass, ach hier. Die ganzen Gebäude hier. Was ist das? Schieferturm von Pisa oder was soll das sein? Ja. So, und dann das letzte, finde ich auch sehr geil. Und da fährt das Produkt raus. Das ist so krass, aus dem Hut fährt dann das Produkt durch. Das ist halt echt der Wahnsinn. Eigentlich muss ich das an unsere Uni bringen. Und da ist dann das Produkt drin. Und dann sind hier noch so zwei Täschchen. Da ist es, glaube ich, nochmal in den anderen Farben drin. Also, krass. Muss ich mal gucken, welche Farbe ich brauche. Und die anderen verlose ich natürlich. Geil, oder? Bin ich echt jetzt völlig geflasht gerade von. Wow, und jetzt ersticke ich gleich in diesem warmen Auto. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal. Ich hole mal schnell noch einen Parkschein. Ja. Wir haben uns gerade mal wieder gefrorenen Cappuccino geholt. Schmeckt sehr, sehr lecker. Mhm. Jetzt laufen wir wieder zurück zum Auto und fahren dann nach Tübingen. Jau. Leute, wir müssen gerade ein Problem beheben.
was passiert. Der Koffriesmann, ja, hat meinen Becher so voll gemacht, dass unten alles wieder rausgeschwappt ist über meine Tasche und über meine Oberteile. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier im DM und nutzen die Babytücher, um es ein bisschen sauber zu machen. Und wie ihr seht, funktioniert das überhaupt nicht. Eigentlich kannst du jetzt in so einen Fleckenstift hier holen. Oder Schmutzradierer oder sowas. Ja, das Ding ist, haben wir alles genug zu Hause. So, 2,49, ein Autogramm da noch drin. So eine schöne Blume haben wir gekauft. Ich habe wieder natürlich keine Ahnung, wie sie heißt. Ich bin ganz neidisch. Und ich habe auch keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe sie wieder vergessen. Ich finde sowas ganz schlecht, aber sie ist so schön. Ja, die bringen wir übrigens jetzt meiner Mama mit. Not for me. Und wir sind in Tübingen. Tübingen. Und gehen jetzt Alex' Familie besuchen. Wir sind zum Essen eingeladen und die Großeltern sind auch da. Und wir haben so schöne Blumen gekauft. Achso, die haben wir ja schon gezeigt. Ach ja, siehst du? Hat doch ein bisschen länger gedauert, weil wir einfach ein bisschen im Stau standen. Dann sind wir so eine andere Strecke gefahren. Ja, aber jetzt sind wir endlich da. Und jetzt gibt's Mangiare. Yummy! So, we are back at home. Yo, Essen war richtig, richtig lecker und es war sehr schön. Sehr schön, ja. Meine Großeltern waren auch da und es war einfach so witzig. Wir hatten dann irgendwann die Diskussion mit Putzen und wer das so macht und sowas. Und es war einfach so witzig. Bei jeder Generation war es irgendwie genau gleich. Ja. Dass die Männer irgendwie so, ja, das sieht doch nicht so schlimm aus und sowas. Und die Frauen eine viel empfindlichere Schmutzgrenze hatten quasi. Also in unserer Familie, beziehungsweise jetzt in dem Fall in Alex' Familie. Vererbter Familie. Genau, meiner mein Familie. Opa und mein Papa und sowas, die sind alle nicht so. Da war das bei allen gleich. Und alle haben sich irgendwie verstanden und die Frauen haben sich auch zugenickt und zugestimmt. Das war witzig, ja, wir haben sehr gelacht. Naja, es war echt sehr witzig. Ja. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall schlafen. Genau, same, same wie jeden Abend. Wir hoffen sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen spannenden Tag wieder um 18 Uhr. Ja, vergesst nicht einzuschalten, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Willst du auch gute Nacht sagen, Mimi? Streck dir nur den Arsch uns hin. Fetti. 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 Komm, jetzt gehen wir ins Bett, Fetti.